ich mich einmal dem Thema der Oberflächenbehandlung von Holz widmen. Bevor man das Holz mit einem Öl oder einer Lasur behandelt, sollte man es schleifen. Hierzu eignet sich ein solcher Schwingschleifer sehr gut, man kann aber auch mit einem Exzenterschleifer oder einem Bandschleifer arbeiten. Hier sollte man aber aufpassen, da diese beiden Geräte mehr abtragen. Generell sollte man mit einem groben Schleifpapier beginnen und immer feiner werden, bis man die gewünschte Oberflächengüte erhält. Für den Möbelbau empfiehlt es sich, je nach Holz bei Körnung 80 zu beginnen und über 120 und 180 zu Körnung 240 zu kommen. Man sollte versuchen, immer nur in Faserrichten des Holzes zu arbeiten, da ansonsten Schleifspuren im Holz entstehen, die durch das Ölen sehr deutlich sichtbar werden. Geschliffen wurde, wischt man sie mit einem feuchten Lappen sauber, um die entstandenen Schleifstaub zu entfernen. Dadurch stellen sich ein paar Holzfasern durch das Wasser wieder auf, sodass man danach nochmal mit dem 240er Schleifpapier drüber schleifen muss. Nun geht es um die Wahl des richtigen Holzschutzmittels. Es gibt einmal Öle, wie hier diese zwei. Einmal ein Hartöl und einmal ein Douglasienöl. Dann verschiedene Lasuren, Wachse und Lacke. Ich habe bisher hauptsächlich Öle für meine Projekte eingesetzt. Die Öle ziehen tief ins Holz ein und bilden dadurch einen wirksamen Schutz. Lacke hingegen sitzen auf der Oberfläche, bieten zwar einen noch höheren Schutz, allerdings geht das Gefühl von Holz verloren und gerade bei Massivholzmöbeln wäre es schade, wenn man nur noch eine kalte Lackoberfläche spürt. Eine Lasur ist so eine Mischung aus einem Lack und einem Öl. Es zieht jetzt in das Holz ein, aber nicht so tief wie ein Öl. Wachse hingegen werden nur auf die Oberfläche aufgetragen, ähnlich wie die Lacke. Aber das Gefühl von Holz in der Hand zu haben, bleibt trotzdem mehr oder weniger bestehen. Allerdings sind sie nicht so abriebfest wie die anderen Behandlungen. Ich habe hier verschiedene Öle und Lasuren. Zuerst einmal ein Hartöl der Firma Biofa. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es lösungsmittelfrei ist. Danach ein Douglasienöl der Firma Bondex. Hier eine Lacklasur für Möbel von der Firma Aqua. Dann eine Wohnraumrasur vom Hornbach. Und noch eine Holzgrundierung vom Hornbach. Zusätzlich zu dem Hartöl von Biofa habe ich mir auch noch diese Farbpaste gekauft. Ebenfalls von der Firma Biofa. Diese wird in das Hartöl eingerührt und verhindert ein zu starkes Nachdunkeln des Holzes und verhindert außerdem, dass das Holz zu stark angefeuert wird. Anfeuerung heißt, dass das Holz in der Maserung vertieft wird, allerdings auch deutlich dunkler wird. Die beiden Öle eignen sich eigentlich für fast jeden Verwendungszweck. Bei den Lasuren muss man aufpassen, ob sie für den Innen- oder Außenbereich bestimmt sind. Häufig werden Lasuren nur im Außenbereich eingesetzt, aber Sie können sie auch für die Erstbehandlung von Möbeln verwenden. Untereinander kombinierbar sind diese Produkte allerdings nicht,
Also man kann nicht ein Öl und einen Lasurauftrag kombinieren. Die Holzgrundierung ist kein eigenständiges Oberflächenschutzmittel, sondern dient lediglich bei stark saugenden Untergründen oder bei Untergründen, die angefeuert, also in deren Farbton vertieft werden sollen, dies zu bewerkstelligen und so an dem eigentlichen Oberflächenschutzmittel zu sparen. Die Firma Biofa beispielsweise empfiehlt bei stark saugenden Untergründen eine Grundierung, also auch bei dem Buche, was ich hier als Teststreifen verwende oder auch für mein Bett verwendet habe. Man kann aber genauso gut einfach mehr Öl verwenden, da diese Grundierung ebenso wie das Öl nicht sehr billig sind. Der Ölverbrauch steigt somit zwar, aber man benötigt nicht eine zusätzliche Grundierung. Wenn man jetzt vorhat, sehr viele Teile, die sehr stark saugend sind, zu ölen, könnte man aber über eine Anschaffung von dieser Grundierung nachdenken. Mit Ausnahme von dem Hartöl von Biofa sind alle Produkte im Baumarkt erhältlich. Die Firma Biofa vertreibt ihre Produkte übers Internet oder in speziellen Holzfachgeschäften. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie das Öl auf die Oberfläche auftragen. Dies geht am besten mit einem Pinsel. Das Öl, vor allem das pigmentierte Öl, sollte man immer gut aufrühren, dass sich die Pigmente am Boden absetzen. Mit dem Pinsel streicht man dann das Öl gleichmäßig auf die Oberfläche. Die Oberfläche muss dabei trocken und ohne Staub sein. Das Holz muss jetzt einige Zeit trocknen. Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur zwischen 15 und 30 Minuten. Danach kann es mit einem sauberen weißen Tuch abgewischt werden. Bei dem Douglasienöl läuft die Verarbeitung genauso ab wie bei dem Hartöl. Auch hier wird mit einem Pinsel das Holz eingestrichen. Man sieht schon, das Holz ist deutlich dünnflüssiger. Das heißt, es zieht deutlich schneller in das Holz ein. Was man hier auch schon deutlich sieht, dieses Holz wird deutlich dunkler, als es vorher mit dem pigmentierten Öl der Fall war. Gerade bei solchem dünnflüssigen Öl zieht das Öl deutlich schneller in das Holz ein und man kann sehr viel schneller einen neuen Ölauftrag aufbringen. Entweder man wartet, bis es komplett trocken ist und streicht dann darüber, oder man geht, wenn es ein wenig aufgesogen hat, das Öl nochmal mit einem öldurchtränkten Pinsel über die Oberfläche. Auch bei diesem Öl muss die Oberfläche nach einiger Zeit von überschüssigem Öl befreit werden. Wenn man das Öl zu lange antrocknen lässt, geht es meist nur sehr schwer runter und beginnt zu kleben an den Stellen, wo zu viel Öl ist. Außerdem bilden sich hässliche Flecken auf dem Holz, die nur durch Schleifen wieder entfernbar sind. Zum Schluss kommen wir noch zur Lasur. Diesen kann man auch mit einem Pinsel auftragen oder wie ich hier mit einer Rolle. Hier sollte man allerdings darauf achten, eine Lasurwalze zu verwenden, die sehr dünne oder kurze Borsten hat. Dann streicht man das Ganze einfach auf die Fläche. Der Vorteil einer Lasur ist, dass man meist nur einmal streichen muss. Beim Öl können durchaus 2 bis 3, manchmal sogar 4, je nach Untergrund, Aufträge erforderlich sein. Außerdem
spart man beim Lasieren das Abtragen des überschüssigen Öls und hat somit deutlich weniger Verbrauch. Ein weiterer Vorteil der Lasur ist, dass sie meist deutlich günstiger zu kaufen ist als Öle. Hier sieht man jetzt schon, dass eigentlich fast alles Öl von der Oberfläche aufgenommen wurde. Im Gegensatz zu diesem deutlich dickeren Hartöl von Biofa, wo noch sehr viel Öl auf der Oberfläche stehen geblieben ist. Ich fange jetzt an, das Ganze abzureiben. Dazu verwende ich haushaltsübliches Küchentuch und streiche das überflüssige Öl in Faserrichtung ab. Das Ganze mache ich auch bei dem anderen Öl. Und man sieht schon sehr deutlich den Unterschied in der Farbe. Ursprünglich hatte das Holz beides den gleichen Farbton. Allerdings sieht man auch, dass das Hartöl von Biofa einen deutlich höheren Glanzgrad hat als das Douglasienöl. Jetzt sollte man das Ganze ein wenig durchtrocknen lassen und durch das Öl können sich wieder Holzfasern aufrichten. Deshalb schleift man jetzt am Ende, am besten von Hand, nochmal mit einem 240er Schleifpapier die Oberfläche glatt. Nachdem man sie dann entstaubt hat, kann man einen weiteren Ölauftrag vornehmen. Diese ganze Prozedur wiederholt man so lange, bis das Holz kein Öl mehr aufnimmt und eine dünne Ölschicht auf der Oberfläche stehen geblieben Im ist. direkten Vergleich sieht man sehr gut die verschiedenen Oberflächencharakter, die durch die Oberflächenbehandlung entstanden sind. Ganz links das lasierte Holz, danach das mit dem Douglasienöl von Bondex bearbeitete Holz, dann das Hartöl von Biofa mit den Weißpigmenten. Und ganz rechts nochmal das Hartöl von Biofa, allerdings ohne die Weißpigmente. Je nachdem, wie das fertige Holz aussehen soll, sollte man auf das passende Produkt zurückgreifen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in das Thema Oberflächengestaltung von Holz geben und Ihnen ein paar Inspirationen für Ihr nächstes Projekt aus Holz geben.